Jupp, passt gerade. Ich frage mich, ob ich mit einem Rückwärtssalto über das Geländer springen kann. Ja, probier's aus. Nö. Okay. Gut, damit wäre das auch geklärt. Aber jetzt ist es klar, wofür der Weg hier gedacht ist. Genau. Anders hätte man wohl keine Chance gehabt, da lebend hochzukommen. Genau. Wollen wir da noch reingucken? Jo. Okay, okay, geben wir uns auf. Na dann. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Guck mal da, das ist doch ein. Sind das Markierungen auf dem Boden oder was soll das? Ja, ich bin nicht sicher, ob das eine Bedeutung hat. Auf einfach mal. Damit ich einfach hier reingehen kann und dann ist es auch erledigt. Wow, ich hätte auch gar keine andere Wahl gehabt. Das war diesmal ein bisschen mehr, oder? Yeah, und oben. Wow. Ein Kamera? Drache? Ah, okay. Da hinten geht's offensichtlich weiter. Ja, irgendwie gefällt mir der Raum nicht. Irgendwie vermisse ich einen Gegner oder so. Der kommt gleich. Das ist ein Speicherpunkt auf der anderen Seite. Was ist hier? Hardmode? Okay. Ja. Wenn schon Hardmode. Okay. Gucken wir da hoch. Speicher? Boah. Können wir noch auf dem Rückweg. Okay. Dann wäre eben der erste Speicher. Also. Yeah. Ich will, nehme an, wenn ich jetzt aufhören würde zu rennen, rutsche ich rückwärts wieder runter oder so. Oh! Ah. Masterschlüssel und nicht versteckt. Er ist nicht versteckt, es ist kein Gegner da. Seltsam. Drachenschlüssel. Okay. Aber das Objekt sieht schon wesentlich komplizierter aus als das davor. Und da haben wir uns schon schwer getan. Ja, was heißt schwer getan? Also es war auch von Anfang an klar, was wir damit machen müssen, aber genau. Ja nicht so möglich. Jetzt passiert wohl was. Gut, ich bin beruhigt. Ah! Ich würde gerne sehen, wo ich hinrenne. Das wäre garantiert leichter gewesen, wenn ich wüsste, wenn ich gesehen hätte, wo ich hinrenne. Genau. Aber es hat ja gerade noch so geklappt. Jetzt weiß ich auch, wofür die Rampe da war. Ja. Schön. Obwohl schön. Es erstaunlich ist. Dass der Fels so weit fliegt. Genau. Mit der wenigen Geschwindigkeit, die er hatte. Genau. Ja, also, ich kann es wie im richtigen Leben nehmen. So. Dann speichern wir mal lieber. Speicher. Ich wusste doch, dass wir schnell hierher zurückkommen. Also im Moment sind wir wirklich hocheffizient. Ja, muss man schon sagen. Und jetzt finden wir mal raus, wo es hier lang geht. Hm? Der Traum genau. Spuckt ja kein Feuer mehr. Und auf geht's, ab geht's. Was wollte uns das jetzt sagen? Okay. Okay, jetzt wird wieder Gedingensgedöns gedreht. Achso, ich muss es erst greifen, genau. Und dann in eine Form bringen, die der entspricht, die wir da sehen. Ich kann nur die Form dummerweise überhaupt nicht sehen. Du kannst auch loslassen und neu greifen. Das ändert nichts daran, dass ich die Form im Hintergrund nicht sehen kann. Also ich glaube, das Ende hier müsste eigentlich auf die rechte Seite, oder? Das linke Ende müsste auf die rechte Seite. Genau, also dreh's. Eigentlich will ich andersrum drehen, aber egal. Du musst einfach nur das Teil. Danke. Das hat jetzt geholfen. So drehen. Das Teil, was? Das Teil. Einfach nur greifen. So, so, ja, so. Ja, genau, so, das so, habe ich auch gemacht. Nein, du hast es gemacht. Wahnsinn, Wahnsinn. So, das ist der Spannendste, der kommt irgendwie dort oben in die Ecke. Oder auch nicht. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. So rum vielleicht? Ja, das sieht gut aus. Einfügen. Okay. Wahnsinn. Sag ich doch. Gut, das ging ja diesmal irgendwie schneller werden. Ich kann das nicht machen. Ja. Gut. Aber es war auch ziemlich eindeutig mit der hohen Spitze. Ich meine, da war nur ein Teil, das wirklich so lang war. Ja. Weißt du, dass wir jetzt zum Boss kommen? Ja. Wir haben kein Dungeon-Item bekommen. Mal abgesehen von der Bombentasche, die wir uns von Ferry geliehen haben. Vielleicht ist das Dungeon-Item. Das würde ja dann voraussetzen, dass wir sie weiter behalten können. Ja. Irgendwie macht mir dieser Raum Sorgen. Mach mal die Karte auf. Okay. Da hinten ist auf jeden Fall eine Tür.
Und ansonsten ein langer Gang, das ist irgendwie beängstigend. Da ist ein Herz. Da sind Bomben. Da passiert was. Lass mich ran, die Knochen kommen runter und sind unser Weg. Nein. Nein, da rollt die Kugel. Den Berg hoch. Naja, öfters mal was Neues, oder? Jo. Genau, wir sollten auffüllen. Sommer 10. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Ich spüre Zeldas Aura in der Nähe. Danke. Besonders von dieser Kette gehen starke Schwingungen aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass Zelda mit ihr gefesselt wurde, liegt bei 95%. Na super. Ich vermute, dass Zelda irgendwie entkommen konnte. Ich rate zur Eile. Sehr schön. Erzähl uns doch mal was, was wir nicht wissen. Naja, das haben wir jetzt mal nicht gewusst, aber... Oh, 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 oh. Das sieht nach Rampe aus und das finde ich sehr, sehr schlecht. Oh! Es ist wirklich unser Emo-Fürst unwürdig. Genau. So trifft man sich wieder. Oh, nein, wie unhöflich. Ich habe deinen Namen vergessen. Du wirst den nie wieder vergessen. Na, ist ja auch unwichtig. Nein, das ist dein Name. Ah nee, das war unwürdig. Stimmt. Hör mir nur kurz zu, ja? Da sagen mir meine unfähigen Handlanger, dass sie die heilige Maid gefangen haben. Ich eile herbei und was muss ich sehen? Diese lästige Marionette der Göttin kommt mir zuvor. Zuvor bei was? Dieses Schoßhündchen der Göttin, sie hat sie einfach mitgenommen. Wen? So, so. Dabei brauche ich sie doch, um meinen König zu befreien. Ah ja. Aha. Ich entschuldige mich. Aber jetzt verstehst du sicher, warum ich etwas ungehalten bin. Ach, was soll die Zurückhaltung? Ich habe es nicht eilig. Es ist genug Zeit. So spüre die Flammen meines Zorns. Dankeschön. Oder so, ja. Und jetzt geht das Mal auf und eine oder mehrere Kugeln kommen raus. Ich hoffe, dass er... Was ist passiert? War das gegen Sie ganz? Ich weiß nicht. Also ich habe gedacht, ich könnte das steuern, aber irgendwie hat er von selbst die Rolle gemacht. Die Flammen seines Zorns. Das war eine Sequenz. Ja. Glühender Höllenfels. Radama. Okay, es ist ziemlich eindeutig, was zu tun. Und was? Ins Maul werfen? Ja. Aber ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Und jetzt? Bombe? Ja, warte mal. Okay, funktioniert. Und der rollt dann da runter und BAM! Oder auch nicht. Was passiert jetzt? Au. Okay, danke für die Bahn. Au. Au. Ich komme nicht dazu, eine Wirbelattacke zu machen. Wirbelattacke? Okay, voll. Ist gut. Ah, da ist eine Bombe. Okay. Ah. Komm mal her, Kamerad. Ich hoffe mal, dass das der Weg ist, wie man das Ding liegen soll, weil wir retten. Das ist doch gerade passiert. Ist da gegen eine Bombe gelaufen? Ja. Wir können Bowling spielen. Stimmt. So nicht. Was macht der da unten? Nein, offensichtlich nicht. Okay, kurze Unterbrechung an dieser Stelle, wegen keine Ahnung wem.
Okay, wir sind hoffentlich hier stehen geblieben. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas persönlich noch unterwegs gedrückt habe. Also gucken wir mal, ob das mit dem Endgegner hier noch ein bisschen weiterläuft. Genau. Und roll. Ich sollte vielleicht nochmal ein paar Punkte einsammeln. Genau, solange wie der. Oh, der kotzt schon wieder. Ja. Es ist aber nicht einfach, den Dingern auszuweichen. Meiner Meinung nach. Oh Mann, nicht schon wieder. Der kotzt ja schon wieder. Das kam aber einen Tick zu spät, oder? Ich kann die Dinger auch werfen, oder? Das ist wirklich gar nicht die richtige Richtung. Ist gar nichts. Vorsicht, der. Jetzt hin. Ich bin nicht zu langsam. Er muss also näher an mir dran sein, um das funktionieren kann. Okay, wir sammeln erst ein paar Bomben ein und. Wenn er mir die Gelegenheit lässt. Ja, tu das. Das könnte heiß werden. Trifft. Irgendwie ist die Welt gegen mich. Gut, geht's auch. Auge! Rechts ist eine Bombe. Habe ich schon wieder nur noch drei Bomben? Ja. Ich habe hier den ganzen Bomben. Ja. Anvisiert? Ich muss weg. Der war anvisiert. Okay. Oh, scheiße. Ja. Ich hab doch meine Bombe im Weg. Ich konnte das nicht wegstecken. Wegstecken. Ja. Ich muss ja einiges wegstecken. Entschuldigung für das schlechte Beispiel, aber das ist jetzt mal nee, ich denke mal. Wow. Das wäre auch passiert, wenn das Ding die Bombe gezündet hätte. Bumm. So. Ich glaube, wenn ich ganz am Rand stehe, kann der mich gar nicht treffen, oder? So. Mist. So, okay, genau. Oh, hey, ich habe keinen dran gehen. Wo kommen die her? Ich habe keine Ahnung. Aber das ist mir recht. Ich sollte hier ein paar Puppen einsammeln. Hier bin ich gedeckt. Und der kann nicht hier hochkommen, weil er immer gegen die Puppen rennt und runterfällt. Genau. Hoffentlich. Okay, was hat denn gerade aufgehalten? Die Bombe. Aber noch nicht so spät. Ich will legen. Okay, jetzt ist es nicht passiert. Hier. Ich hab mich drauf gehabt. Ist okay. Das mal was Neues hier, hm? Ja. Okay, wir sind jetzt auf jeden Fall. Die gehen nach mich nicht. Also, der geht hoch, rollt dann runter und dann müssen wir hinterher und Bombe werfen. Das habe ich jetzt gecheckt. Achtung! Oh, das ist echt krass. Au, was ist jetzt passiert? Der hat seine Bombe gezogen. Ja, und? Das ist kein Grund für die Bombe zu explodieren, oder? Die werden erst gezündet, wenn sie jetzt nach dem Support werden. Ja, aber wenn er die schon dran steckt.
Bin ich dran? Ja. Ich sollte mal bei Gelegenheit nochmal hoch im Herzen sammeln. Ne? Genau. Und Seite. Hey, der war aber im Vergleich zu Lord Unwürdig, Fürst Unwürdig, verdammt leicht. Offensichtlich. Nee, also, aber ein cooler Gegner, muss man schon sagen. Ja, die Idee war wirklich mal cool. Also sowas habe ich noch nicht gesehen. Ist wirklich eine tolle Idee, aber prinzipiell Maul auf, irgendwas reinschmeißen. König Dodongo in Ocarina of Time. Mhm. Also eine ganz neue Idee ist es natürlich nicht, aber trotzdem in dem Zusammenhang eine doch recht nette Idee. Ja. Und jetzt wird auch klar, wieso wir keine rote Rüstung haben. Weil wir dann nicht mehr brennen würden. Ja, dann wäre das noch einfacher gewesen. Genau. Ich glaube, da oben geht's weiter, oder? Genau. Bei den Herzen. Also ich bin im Moment gerade sehr zufrieden. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so weit in dem Tempel vorangeschritten waren. Mhm. Ich meine, wir haben jetzt gerade mal 50 Minuten gespielt, waren zwischendurch noch in der Stadt, sind zweimal unterbrochen worden oder so. Ja. Und ja, wir sind im Prinzip genau. Ich mach mal Terrys. Wer ist der Terry? Ferris. Tasche wieder voll. Ja. Vielleicht will er das ja auch. Ach, das sind Herzpflanzen. Da liegen nicht einfach irgendwelche Herzen, das sind Herzpflanzen da wieder. Ja, also, jetzt ist es auch. Normale Herzen würden auch verschwinden. Ja, genau. Deshalb hat mich das ja so gewundert, dass hier alles voll ist mit Herzen. Aber, ja. Ja. So, eine letzte. Und zack. Voll und tada. Oh, schade. Jetzt habe ich gedacht, ich könnte jetzt sagen, ich mache den Re-Aim, also diesen. Wow. Das macht er hier auch nicht. Hey, der bescheißt mich. Ihr macht das, okay. Das ist der Re-Aim. Genau. Offizielle Bezeichnung für an einer sinnlosen Stelle die Wand hochgehen. Genau. So. Ein Raum, der recht ähnlich, recht große Ähnlichkeit hat mit dem vorherigen. Ja. Wasser. Hier gibt's doch bestimmt wieder Feen. Sollen wir einen mitnehmen? Ist das Zelda? Ist das nicht Fürst Unwürdig neben ihm? Nein, das ist der braune Typ, den wir gesehen haben. Okay. Wow, wer ist das? Ich habe keine Ahnung. Und er ist verletzt, oder? Nee, okay, das sind nur Armschoner. Ich hab gedacht, sie wären ein Bandage. Was ist das für eine hässliche Träne in seinem Gesicht? Ist die dahin tätowiert? Übernimm mal. Remix! Ah, Remix! Remix! Ich weiß nicht, wie ihr Stimme war. Du darfst jetzt nicht zu dem hingehen, weil du bist zu gut für ihn. Nein, Zelda. Ich habe euch schon erklärt, dass ihr euch zurückhalten und auf eure Aufgabe konzentrieren müsst. Wow, toll, wir dürfen uns nicht mal begrüßen. Wichser. Hallo! Ach, guck mal, wie traurig sie guckt. Mhm. Dass sie wirklich drauf freut, uns zu sehen. Ja. Aber die göttliche Maid. Phoenix, es tut mir leid. Ja, das ist doch doof. Schon. Hätten sie ja wenigstens einen Begrüßungskuss geben können oder so. Nicht unbedingt ins Gesicht. Okay. Was hast du für ein Problem mit uns? Du bist viel zu spät. Wenn ich dich so sehe, beschleicht mich der Gedanke, dass die Göttin sich bei ihrer Wahl vertan hat. Du blöder Penner. Deine Fähigkeiten reichen nicht aus, um Zelda zu beschützen. Du Penner. Dir gefällt nicht, was ich sage? Aber wenn ich nicht gekommen wäre, wäre Zelda jetzt in den Händen unserer Feinde. Es hat keinen Sinn, das Ganze in schöne Worte zu verpacken. Du warst zu langsam und hast Zelda im Stich gelassen. Nee? Zelda muss weiterreisen, um ihre Bestimmung zu erfahren. Wenn du, Auserwählter, Zelda helfen willst, musst du die Prüfungen, die vor dir liegen, bestehen. Nur so erreichst du die nötige Stärke, um Zelda wirklich helfen zu können. Hast du das verstanden? Ja. Wie immer. Same mist as every year. Genau. Oder as every 5 years. Oje, oje, oje. Aber da vorne gibt's etwas zu zerschmettern. Zu Himmelsschwerthallen. Ja, und dann kriegen wir wieder ein Stück Stein. Juhu. Genau.
Ich kann es nicht glauben, dass wir hier rumlaufen, endlich Zelda gefunden haben und dann haut die auch vor uns ab. Das ist eine Unverschämtheit. Ob es hier auch wieder irgendwelche Insekten gibt, ich sehe nicht mal Schmetterlinge. Andererseits ist die Umgebung auch nicht sehr lebensfreundlich. Also, ich meine, hier drin ja, aber die Räume davor nicht so. Bei der Macht von Grayskull. Wow. So, aktiviert und jetzt kommt das Schränkchen. Kriegen wir jetzt irgendwas gesagt? Mal so dumm gefragt, weil wir wissen ja gar nicht, was wir jetzt machen sollen. Oh, Five wird sich wahrscheinlich wieder einmischen, oder? Ja. Genau. Wer sonst? High Five. Dein Text. Nein, eigentlich meiner, ne? Genau. Gebieter, diese Sprache verwendeten die Götter vor langer Zeit, das wissen wir mittlerweile. Ich werde die Worte nun übersetzen. Hör gut zu. Und jetzt wird er sie erst wieder sagen. Von jenseits der Zeit und des Raumes leite ich den Träger des Schwertes, der meinen Auftrag erfüllt. Auf ihrem Weg besucht die heilige Maid vom Himmel, ihrem Schicksal folgend, die Quellen des Erdlandes. Das wissen wir auch schon. Das Land des Sandes, Ranel, dort öffnet sich das Zeitportal, wie es ihr vorherbestimmt ist. Zeitportal. Das ist doch mal sehr interessant. Weil Zeitportal heißt andere Map. Ja. Und das sieht aus wie das letzte Teil, das uns noch fehlt. Stimmt, also, es ist so groß genug, ne? Es ist nicht nur groß genug, es hat auch die richtige Form. Ja, also es ist doch nur drei Teile. Genau. Du hast die Bernsteintafel erhalten. Sie ist aus schwerem Stein gefertigt und scheint sehr alt zu sein. Es gab nur zwei Dungeons für den Start. Das ist ungewöhnlich, oder? Halluziniere ich? Offensichtlich. Du auch? Ja. Oh, gut, dann sind wir uns einig. Gleiches Bild. Aber Renix scheint irgendwie trotzdem irgendwie recht zufrieden zu sein mit dieser Halluzination. Naja. Und die Göttin ist hässlich. Nur um es mal zu haben. Also wenn die so aussieht wie die Statue, dann ist sie wirklich hässlich. Die Göttin ist ein Vogel. Vogel! Gebieter, Zelda scheint sich an dieser Quelle spirituell gereinigt zu haben. Ich schätze, dass sie nun in Gebiet namens Ranel unterwegs ist. Genau. Wenn wir die Steintafel zum Tempel bringen, wird eine neue Lichtsäule erscheinen und wir können ihr nach Ranel folgen. Sehr schön. Ich schlage vor, zum Voltmar zurückzukehren und von dort aus nach Ranel zu reisen. Genau. Auf die Idee wäre ich jetzt gar nicht gekommen. Machen wir. Nein. Oh Gott, verdammte Axt. Dort hinten dran war bestimmt noch... Speichern. So ein Klotz. Ja, vielleicht kriegen wir die Gelegenheit jetzt. Nö. Dann hätten wir die Gelegenheit sowieso nicht gekriegt. So, gehen wir mal rein. Du willst und nicht wirklich nochmal bis dahin. Schnell durch. Oh Mann. Ja, durchrennen. Ist ja kein Act. Ja, wenn keine Gegner da sind. Da sind sie wieder. Sie sind wieder da. Up, up and away. Ey, wenn du darüber rennst, könntest du den Sprung schaffen. Aber würde ich doch wetten. Jetzt bestimmt. Renn an der Echse vorbei. Wir müssen hier geradeaus weiter. Soll sie uns doch folgen, wenn sie will. Die dumm. Und immer geradeaus, ja. Yeah. Oh, Glibber. Der lässt uns nicht mal was. Wenigstens sind die ganzen Wege noch freigeschaltet. Hast du irgendwas gesucht? Nee. Und aufwärts. Du weißt, du musst dich links halten, also nicht ganz links, aber am linken Rand. Ja, hier genau. Oh, yo. Passt. Nein, da. Zweite Fall auch ausgelöst. Und aufwärts. Das war der Remix. Der Re-Aim, Entschuldigung. Genau. Eine typische Vorstellung. Wow. Und noch ein Re-Aim. Eieieiei. Müssen wir die Falle jetzt auch wieder auslösen? So, scheiße. Wahrscheinlich. Oh nein, die Dinger sind ja noch freigestellt. Das stimmt. Das ist ja wenigstens das noch. Komm schon, du schaffst es. Chaka! Yeah. Das reicht auch gerade so.
Aber ich denke mal, der Endboss wird jetzt nicht wieder da sein. Das wäre jetzt echt peinlich. Oh ja. Besonders, weil, dann wieder uns abgesperrt wird. Also sehen wir uns die Quelle nochmal an. Andererseits, wir... Ja, es ist unglaublich schön hier. Oh, das sieht nicht gut aus. Ja, also, wir werden es ja gleich sehen. Du läufst jetzt mal schön nach hoch und bis jetzt sehen wir noch keine rollenden Felsen. Bomben haben wir voll. Es passiert auch nichts weiter. Oh, da ist eine Plattform. War die das letzte Mal auch schon da? Guck mal, ob da irgendwas ist an der Seite. Ne. Wofür ist die? Okay, spring rüber. Ah, um da hochzukommen. Ja, okay. Erfüllt die Sünde einen Zweck? Ja, ansonsten kämen wir ja nicht hoch. Achso, wir kämen da nicht mehr raus, ne? Mhm. Wenn da drin nicht gerade irgendwo eine Vogelstatue steht. Genau. So. Und wieder jeden wir in den Herzen, juhu. Die wir nicht brauchen. Ja, diesmal nicht. Aber vorhin waren sie mir sehr gelegen, muss ich sagen. Das glaube ich dir. Aber obwohl du dich extrem gut geschlagen hast. Ja, also ich habe nicht mal einen Run gebraucht. Gut. Genau. Da kann man sich wirklich nicht beschweren. Ich meine, es ist ja immer noch ein Blind Run. Genau. So, die Quelle ist sehr nass. Was im Angesicht dessen, dass es in einem Vulkan ist, recht erstaunlich ist. Gewissermaßen, ja. Okay. Das können wir wohl nicht hoch. Hm? Ja, lauf mal drum rum. Kannst du im Wasser nicht rennen? Feen! Wow! Und jede Menge davon, aber wir haben zwei Tränke. Soll ich die Tränke trinken? Feen sind wertvoller. Trink einen Trank, dann haben wir wenigstens noch viel für den Notfall. Mittlerweile haben wir 8 Herzen, ne? Ja. Und jetzt bräuchte man nochmal ein Herzteil, aber egal. Aber eine Fee dabei haben schadet eigentlich nie. Wer weiß, wann man mal nicht die Gelegenheit hat, rechtzeitig einen Trank zu trinken. Genau. Es wird Zeit, dass wir mal eine neue Flasche kriegen. Und jetzt wissen wir, wo wir Feen herbekommen. Ja, in jeder beschissenen Quelle. Wir haben die anderen Feen auch in der letzten Quelle gefunden, oder? Stimmt. Okay. Okay, das war doch recht erfolgreich. Jetzt müssen wir nur hier wieder den ganzen Weg hier raus. Oder wenigstens bis zur nächsten Vogelstatue. Genau. Komm, dann gib mal Gas. Jo. Ich werde nicht jünger. Gas, in Gas. Und yeah, und gib's mir, Link. Ja, genau so. Ja, und... Wow. Die Tür war nicht geeignet, um den Re-Aim zu machen, ne? Genau. Ja, war sie auch vorhin schon nicht von der anderen Seite. Aber okay. So, und schnell da runter und... Yeah, also mit der Speed. Mit der Fee war der Ausflug jetzt wenigstens nicht ganz umsonst. Genau. So. Aber wir finden verdammt wenige Herzteile. Finde ich. Ja, passt. Okay, na komm schon. Stell dich doch mal nicht an wie ein Mädchen. Stell dich doch nicht mal an wie ein Re-Aim. Genau. So, und da unten ist die Türe und da hinten dran ist schon die Statue. Genau. Ja, dann wird es auch Zeit, dann wieder einen Cut zu machen. Also wir sagen, du kehrst noch zurück zum Wolkenhort. Und dann würden wir an der Stelle dann vielleicht dann doch mal unterbrechen, ne? Genau. Würden wir noch mal Zeit. Weil das war ja auch so hoch erfolgreich, also ich bin sehr, sehr zufrieden. Ja. So, und jump, 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 jump. Und untersuchen und nach draußen. Was sagst du soweit zum Spiel? Es ist leichter, als ich erwartet habe. Jetzt also, mittlerweile, ja. Im ersten Level fand ich es ziemlich hart. Vor allem dem Boss. Ja, aber es ist immerhin Zelda. Ja, aber Zelda-Spiele haben in den letzten Jahren ja doch ganz schön nachgelassen. Die waren ja durchgehend ziemlich leicht. Ja, aber vor allem kurz. Die einzelnen Tempel sind meiner Meinung nach recht kurz. Ja, das stimmt auf jeden Wenn Fall. Wenn ich mich an Ocarina of Time erinnere, dass... zweitletzte Zelda, das ich durchgespielt habe, da habe ich Ewigkeiten an jedem einzelnen Tempel gesessen. Ja, die waren auf jeden Fall größer und es war auch teilweise schwerer herauszufinden, was man machen musste, obwohl es meistens trotzdem noch irgendwie offensichtlich war, aber man hat es nur nicht gemerkt.
Genau. Also wenn man dann das Rätsel lösen musste, hat man sich an den Kopf gegriffen und gesagt, ja klar. Aber so eine Stelle hatten wir jetzt in dem Tempel immerhin auch, ne? Also dieses Loch in der Wand, dieser Mini-Riss, ja, den man kaum sehen konnte, das war schon gut. Also das fand ich ziemlich genial. Ja. So, du solltest zu einem... Nein, du solltest eigentlich nirgends hin, ist mir egal. An der Stelle würde ich einfach sagen, Pause und Cut, ne? Genau. Also, ich war Nixon. Und ich bin der Reaim. Und wir sehen uns so in ein paar Minuten wieder. Genau. Also bis dann. Ciao.